Geschichtsunterricht einmal anders. Das Ehepaar Karpilewitsch aus Israel berichtete gestern an der Falkensteiner Trutschler Oberschule, wie es den Holocaust er und vor allem überlebt hat. Gespannt hörten die Achtklässler zu, als Naum Karpilewitsch seine Erlebnisse schilderte. Er war damals 7 Jahre alt, als die Wehrmacht die Sowjetunion überfiel und sein Heimatort in der Ukraine besetzt wurde. Mit seiner Familie musste er ins Ghetto, wo viele Juden ums Leben kamen und das 1944 von der Roten Armee befreit wurde. Vor gut 20 Jahren wanderte das Ehepaar nach Israel aus. Dort leitet Naum Karpilewitsch einen Verein der Überlebenden von Konzentrationslagern und Ghettos. Er und seine Frau Elisaveta gehören zu einer israelischen Delegation, die auf Einladung vogtländischer Christen derzeit unsere Region besucht.